Spotfight. Wir leben Wrestling. Am WrestleMania-Wochenende nächstes Jahr wird in der Nacht vor WrestleMania am 6. April ein großes Kooperationsevent von New Japan Pro Wrestling und ROH stattfinden. Die Show wird im Madison Square Garden ausgetragen. Zuletzt gab es Kontroversen um eine Veranstaltung von ROH am besagten Wochenende. WWE hätte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen wollen und auch gemacht. Zusammen mit New Japan wird nun aber das G1 Supercard Event ausgetragen. Dieses wird parallel zu NXT TakeOver laufen. Booker T wieder im Ring. In seinem letzten Podcast sprach der ehemalige World Champion Booker T über ein mögliches Comeback in den Ring. Er habe seine Wrestling-Stiefel nie offiziell an den Nagel gehängt und sei in guter Verfassung, so der Hall of Famer. Warum wurde Brock Lesnars UFC-Auftritt bei Raw nicht erwähnt? Dave Meltzer gab an, Vince versuche das Gefühl zu vermitteln, Lesnar habe der Company und den Fans den Rücken gekehrt und sich auf den Weg zur UFC gemacht, ohne den Universal Champion Titel abzugeben. Außerdem konzentriere man sich aktuell auf den Aufbau für den Extreme Rules Pay-Per-View, bei dem Lesnar bekanntlich kein Teil der Show sein wird. Demnach sei der Fokus nicht auf ihn gerichtet. Lesnars Vertrag läuft noch bis mindestens Ende August. Die Raw-Ausgabe nach dem SummerSlam wird des Weiteren mit Lesnars Namen beworben. Die Wrestling-Serie Glow wurde für die Emmy Awards in der Kategorie Beste Comedy-Serie nominiert. Auch WWE kam für den Fernsehpreis in die engere Auswahl in verschiedenen Kategorien. Nominiert wurde jedoch kein WWE-Programm. Update zu Bryans Zukunft bei WWE. Daniel Bryan wurde für die SmackDown-Ausgabe am 4. September in Detroit angekündigt. Sein Vertrag läuft wie berichtet im September aus. Des Weiteren wird mit ihm für ein Event im Madison Square Garden am 26. Dezember geworben. Aktuellen Gerüchten zufolge soll Bryan beim SummerSlam of the Miz treffen und im Anschluss mit diesem weiter fäden. Eine Vertragsverlängerung Bryans ist sehr wahrscheinlich.